Hi zusammen, willkommen zurück zu Elex. So, hier ist der echte Rüstungsschmied. Beim letzten Mal, Moment, der Rüstungsschmied, egal. Sprechen wir mit dem. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Cool. Der letzte Autosave-Punkt, falls ihr euch wundert, war übrigens wirklich nicht lange her. Wir hatten Glück. So. Die Jägerrüstung wäre echt noch ein bisschen besser als unsere jetzige Rüstung. Genauso wie der Jägerhelm. Ist aber auch teuer. Aber es wäre halt ein bisschen besser. Die Waffen auf der anderen Seite wären viel besser, aber die können wir nicht führen. Außer die Zwinge, aber die ist auch nur ganz leicht stärker. Schade, schade. Schade, 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 schade. Schade, wir können ja gar nichts führen. Wir müssen echt ein paar Level schaffen irgendwie, bevor wir mal das coole Zeug kriegen. Also man könnte die Zwinge kaufen, dann haben wir plus 1 Schaden. Ob es das wert ist, weiß ich allerdings nicht. Da hätte ich schon lieber das Hornschwert 2 mit plus 40. Aber da bräuchten wir sehr viel Stärke und Geschicklichkeit. Oder aber wir geben jetzt ein bisschen Geld für die Jäger. Die Hose brauchen wir gar nicht, aber die Jägerrüstung und den Jägerhelm aus. Dann haben wir das immerhin. Kostet zwar fast unsere ganze Kohle und macht uns nur minimal stärker, aber irgendwie bin ich fast versucht, dass ich es mache. Was könnte ich denn eigentlich verkaufen? Oh, warte mal, ich habe hier ein Beil. Das ist viel stärker als das rostige Beil. Ich habe 2 rostige Beile. 1 kann er haben. Wenn ich das mal nehmen kann, aber das dauert noch länger. Naja, 2 Level, dann wird es schon gehen. Ich würde irgendwie gern von jedem Kleidungsstück 1 behalten. Einfach nur so. Und hier haben wir wieder das Problem, dass ich echt nicht genau weiß, was wir jetzt verkaufen können und was nicht. Am Ende bereue ich es nur. Ich glaube, Zigaretten kann ich verkaufen. Warte mal, habe ich da 404 davon? Kann das sein? Das lohnt sich sogar. Wo habe ich denn über 400 Zigaretten her? Du meine Güte. Und auch das lohnt sich. Damit kann man heute noch spielen. Kelch und goldener Kelch. Ist einige Splitter wert. Ach, Elixit sind Splitter? Oder wie wird das als Synonym benutzt? Hör ich zum ersten Mal. Sind die 1000 Splitter, die ich vorher bekommen habe, Elixit gewesen? Kann schon sein. Ich habe nämlich ganz schön Elixit. Dann verkaufe ich mal den Krempel. Ich schätze mal, alles ab hier ungefähr ist nur zum Verkaufen da, oder? Währung aus der alten Welt. Die verkaufe ich nicht, die Audiologs. Die will ich behalten. Und die Anleitung für Rezepte und so will ich auch behalten. Vor allem, weil wir jetzt Chemie 1 haben. Das heißt, wir können das jetzt lernen. Yay! Wir können jetzt kleine Energiespeicher herstellen. Und ich habe keine Ahnung, was die eigentlich machen. Genial. Ich glaube, das ist lauter... Genau, das ist Munition, die behalten wir. Ja, wisst ihr was? Schon allein aus Completionist-Sicht werde ich jetzt einfach mal alles hier kaufen. Also zumindest mal die Jägerklamotten. Ist zwar echt viel zu teuer eigentlich. Oh Gott, viel zu teuer. Aber hey. Was tut man nicht alles? Technik wird hier nicht gerne gesehen. Na und... Deine Mutter wird hier nicht gerne gesehen, weil sie so ugly ist. Jägerhosen haben wir eh schon an. Dann passt das jetzt. Dann passt unsere Rüstung jetzt zu unserem Rest. Ich finde, wir sehen ungefähr fast genauso aus wie vorher. Ausgezeichnet. Dann... Der Helm sieht irgendwie echt dämlich aus, oder? Irgendwie finde ich schon. Dann... Was machen wir jetzt? Duras. Stimmt. Ich muss mal kurz speichern. Wir müssen, glaube ich, irgendwie Duras töten.
Glaube ich. Ich weiß es nicht. In der Questbeschreibung steht irgendwas von seiner gerechten Strafe zuführen. Aber muss ich das machen? Wäre das nicht der Job von Ragnar irgendwie? Aber es wurde schon öfter angedeutet, dass Ragnar ein echt schlechter Anführer ist und so. Also vielleicht muss es doch ich machen. Ich will jetzt mal vorsichtig nachschauen, wo der eigentlich ist, der gute Duras. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Der wartet wirklich unten vorm Tor. Vielleicht können wir dann wirklich ein sehr starkes Monster anlocken, das ihn kaputt hauen würde. Könnte, hoffentlich, vielleicht. Ich würde die Sache gerne klären. Wäre schon gut. Sonst macht's ja wieder keiner, wenn's ich nicht mache. Da geht er gerade. Oder das ist er, glaube ich. Ich schleiche mal ein bisschen hinterher. Wo geht er denn hin, der Duras? Er ist echt schon außerhalb vom Berserkerland, oder? Vielleicht wird er zufällig wirklich von irgendwas Starken angegriffen. Das wäre cool. Vielleicht können wir dann so zermürben. Ich verfolge ihn jetzt heimlich. Wenn er von irgendwas angegriffen wird, dann helfe ich dem Monster. Und ich meine nicht Duras damit. Oh, oh, jetzt kommt er wieder zurück. Nein, er geht da runter. Ich frage mich, wo er hingeht. Da unten ist schon mal was, aber wahrscheinlich nur ein schwacher Critter. Und schon ist er tot. Oh mein Gott, der ist so krass. Ich habe Angst. Das war ein Angstsprung. Wenn er Angst kriegt, unser Charakter kriegt er immer Schluck auf und dann macht er so. Er hat sehr schweren Schluck auf. Da unten ein gehörnter Hornochse. Der macht Duras jetzt fertig. Jawohl, schnapp ihn dir. Halt, ich bin überhaupt nicht hier. Ignoriere mich einfach. Oh, Duras, willst du nicht hier hochkommen? Duras? Wo ist er denn? Oh Gott, ich glaube, der kommt schon hoch. Ja, komm doch mal. Komm doch mal, Duras. Na komm. Da vorne sind Raptoren nämlich. Willst du nicht gegen die Raptoren kämpfen? Die sind stark. Oh, Moment, ich glaube, die sind tot. Und was sind denn die dann? Ah, irgendwelche Leute, die mich nicht besonders mögen. Banditen oder so. Wollt ihr nicht Banditen gegen den Duras hier kämpfen? Die arbeiten jetzt zusammen gegen mich. Juhu. Das ist so ungefähr absolut genau nicht das, was ich wollte. Vielleicht kann ich Duras dazu bringen, dass er versehentlich einen der Banditen attackiert. Vielleicht greifen die sich an, wenn ich einfach weglaufe. Ich muss einfach weit weg und dann bleiben die vielleicht irgendwie halten inne und sagen, Moment, wer bist du eigentlich? Und dann hauen sie sich gegenseitig. Das wäre mein Plan. Es hat funktioniert. Duras greift die Banditen an. Das schafft er nicht. Die beiden sind zu stark für ihn. Zu mächtig. Ich trinke mal einen Schluck. Die haben Duras echt getötet. Und wie die ihn weggehauen haben, die zwei. Oh mein Gott, ich würde den jetzt echt gern plündern, aber mit den beiden hier... Ha, das heißt, ich muss jetzt was noch Stärkeres anlocken, was die beiden killt. Und dann muss ich was noch Stärkeres anlocken, dass das killt, was die angelockt hat.
Wo ist Duras? Ich will ihn plündern. Der Lager. Ich konnte ihn nicht plündern. Wer seid denn ihr? Seid ihr echt so stark? Da lagen Köcher. Ja, okay, die sind echt so stark. Au! Nein, weg! Oh, nein! Ich glaub's einfach nicht. Ich konnte nicht mehr weg. Wenn man geschlagen wird, ist man anscheinend gelähmt. Die haben mich zu Tode gekombot. Na, super. Ah, nochmal das Ganze. Ich wollte ihn doch nur plündern. Mein Plunderwahn hat mich zu Tode getötet. Aber warte mal, dann schwäche ich Duras jetzt absichtlich nicht. Duras, hier bin ich. Komm her. Au! Der hat mich getroffen. Oh mein Gott, der ist so ein guter Schütze. Ich hätte ihn so gerne als Verbündeten. Der ist so mächtig. Warum musst du so ein Mörderarsch sein, Duras? Au, oh Gott, ey. Oh, Banditen. Helft mir. Ich werde verfolgt. Dich hole ich mir. Oh mein Gott. Dich hole ich mir. Ihr holt gar nichts. Ihr geht jetzt. Geht doch weg jetzt. Komm, der eine geht schon. Und der andere geht auch. Die lassen wir jetzt einfach gehen, die beiden. Und dann schauen wir uns Duras mal an. Jetzt liegt er nah genug an uns dran. Halt, stopp, speichern. Immer fleißig speichern. Nein, kann ihn leider nicht plündern. Ich kann ihn lustig durch die Gegend schieben, aber mehr auch schon nicht. Naja, auf jeden Fall wurde die Quest Auge um Auge tatsächlich aktualisiert. Also es war tatsächlich anscheinend Teil der Quest. Waren wir hier schon mal drin? Es kommt mir hier drin bekannt vor. Könnte sein, dass wir hier in den ersten paar Folgen schon mal waren. Dass wir hier schon beim Tutorial vorbeigekommen sind. Ich glaube schon. Ja, genau. Da unten haben wir unseren ersten Audiolog und ein paar Critter oder so gefunden. Ich finde, es ist auffällig, dass die Critter so ein bisschen aussehen wie die Weltenbällchen, die Sommersprossen, die überall aufbauen, oder? Mal schauen, ob wir den Hornwolf da drüben noch plündern können. Na also. Und eine Sache habe ich noch gesehen, die würde ich gerne noch schnell machen, bevor wir uns zurück zu Ragnar teleportieren. Denn da drüben... Ach nee, Quatsch. Ich dachte, das wäre ein Teleporter. Stimmt aber gar nicht. Ich glaube, das ist nur so ein Erzvorkommen, das ich eh nicht abbauen kann. Critter. Sind Critter zufällig einfach nur seltsame Frösche? Läuft der weg von mir? Greift der an? Yeah. Ich glaube irgendwie, ich muss echt noch mal ein bisschen mit dem Kampfsystem... Ich glaube, ich muss länger draufbleiben, oder? Nee, muss ich nicht. Das zeigt mir unten nur an, wie lang es dauert, bis ich angreife, glaube ich, oder? Ach, das versteht mal einer. Ah, ich kann auch... Oh, jetzt verstehe ich erst, wie Kombos funktionieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Glaube ich. Da unten die Leiste links im Eck. Ich muss quasi... im richtigen Moment drücken, dann macht er coole Kombos und dann kann ich jetzt mit Y absolut gar nichts machen. Doch hier, Finisher. Okay, das ändert alles und ist sehr seltsam. Versuchen wir das mit harten Schlägen. Und Y. Okay. Das habe ich so gar nicht verstanden bis gerade eben. Aber gut, so lang spielen wir auch wieder nicht. Das könnte man mal testen, aber nicht an den beiden. Jetzt gehen wir, jetzt teleportieren wir uns weg von hier. Gehen wir zu Ragnar und sagen ihm, hey, Duras ist tot. Ich habe einen Begleiter weniger. Ich will Entschädigung. Du schuldest mir einen Begleiter, Dude.
Krass, oder? Da kriegt man den als Begleiter und als nächstes hat man die Option, die Frage, die Möglichkeit, ihn einfach umzubringen. Ja, aber ohne Scheiß, die Quest hat ihn mir echt unsympathisch gemacht. Na, die hätten da irgendeine verzwickte Geschichte bauen können, warum er zum kaltblütigen Mörder wurde. Aber nö, einfach nur, hey, ich hätte sonst meine Prüfung nicht geschafft. Deswegen habe ich seinen Knödel geklaut, seinen Sommerknödel, und ihn selbst gegessen und ihn getötet, whatever. Ja, super, mit so jemandem will man doch die Welt bereisen, oder? Hallo. Also. Duras wurde gerichtet. Das sind keine guten Nachrichten, aber gut, dass es erledigt ist. Hier hast du deine Belohnung. Ja. Na toll, du so alles. Willst du meine Begleiterin sein? Pass auf dich auf. Na gut, dann würde ich sagen, reparieren wir unseren Roboter. Hör auf damit. Ich muss doch mal gucken, wie ich meinen Roboter reparieren kann. Verdammt, ey. Oh, geh mir dir auf die Nerven. Kaum hole ich mal mein iPod, mein Pitpod raus, schon fangen wieder alle an zu nörgeln. Es war nämlich hier irgendwo, glaube ich, ich muss wahrscheinlich zum Schmied hier in der Stadt. Irgendjemand hier in der Stadt kann mir helfen, meinen Roboter zu reparieren. Das ist hundertprozentig wieder mit einer viel zu langen und schweren Quest verbunden. Aber schauen wir mal. Wäre nicht irgendwie die ganze Story und die ganze Quest cooler, wenn man Duras von Anfang an als Begleiter mitnehmen könnte, dass der schon bei den Mordfällen mit dabei ist und unter Umständen hat man den schon ganz lange dabei und sich angefreundet mit dem und dann ist ja schon immer, das könnte man sogar so einbauen, so ganz subtil, dass es nicht zu offensichtlich ist, könnte der dann schon bei den... Verdammte Technik! Halt die Klappe, könnte der schon bei der Befragung der Verdächtigten immer so super überverdächtigend sein, so super skeptisch, alle deren Aussagen in Frage stellen. Ich bin dann immer der sagt so, nee, der kann es gar nicht gewesen sein, weil so und so. Und der andere sagt, ach, das ist doch Quatsch, natürlich kann das gewesen sein. Und wieder das war. Die Schuld tropft ihm doch aus den Augenhöhlen. Widerlich. Duras ist widerlich. Wer bist du denn? Kennen wir Orin? Ja, ich habe eine Quest für dich. Aber die muss ich noch erledigen, glaube ich. Eins nach dem anderen. Lass deine Technik lieber stecken. Ah, ich muss zum Schrottplatz runter. Bitte sag mir, dass du nicht böse bist. Analyse? Crony! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse? Absturz. Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit? 8%. Prozent also. Tja, dann hast du mich ja ziemlich schnell aufgegeben. Neuberechnung. Überlebenswahrscheinlichkeit? Keine Abweichung erkannt. Schon gut, lassen wir das. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel, Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel, Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel, Edan nach Schwachstellen in der Berserker-Abwehr auszukundschaften. Gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Interessant. Wir hätten also den Anführer der Berserker eigentlich gesucht, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll.
Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Ach so, ich muss den jetzt dann in Abessa abholen. Aha, und hier ist also der Schrottplatz, von dem die dauernd reden. Deren riesen Müllhalde, wo die ihren ganzen Schrott, den die nicht brauchen, hinwerfen. Ach, aber ich darf das alles nicht mitnehmen. Hier wäre nämlich ganz viel Zeug, den man echt brauchen könnte, aber ist verboten. Ich darf deren Müll nicht mitnehmen, schade. Vielleicht ist es gar nicht deren Müll, vielleicht ist das, die noch brauchen. Das, die noch brauchen. Vielleicht ist irgendwas anderes der Müll. Vielleicht gibt es keinen Müll. Wer weiß. Auf jeden Fall ist für heute Schluss mit der Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Liken und abonnieren wäre wie immer ziemlich cool. Unterstützung auf Patreon noch cooler. Und für Unbefugte Moment. Ist der Zutritt zum Schlund verboten. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern. Er hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Aha, schön. Wir waren zum Glück trotzdem schon drin. Aber gut. Na gut, jetzt ist aber Schluss. Ciao, macht's gut.